Hey, hallo, liebe Leute. Chris is back und wie versprochen mit The Last Stand 2. Dieser abgestürzte Hubschrauber lässt schon nichts Gutes vermuten und wir wissen ja, wo wir bei The Last Stand 1 geendet haben. Und ich würde sagen, ich brauche mir groß gar nichts was angucken. Hier Instructions, ach, brauche ich nicht. Options, Quality, beste natürlich nur für meine Zuschauer. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Ja, das sah wirklich nicht gut aus, denn unser Hubschrauber ist abgestürzt, denn wie es in allen Horrorfilmen so ist, wir hatten einen Infizierten dabei. Uhi! So, die Controls sind immer noch die gleichen. Shoot, kill, kill. Und wir haben einen Tagebucheintrag. Es ist ein Monat her, dass der Hubschrauber abgestürzt ist. Der Absturz verfolgt mich immer noch. Und die Zombies sind immer noch überall. Im Radio haben sie gesagt, dass sie sich auf zum Festland alle aufmachen. Und in 40 Tagen sind die letzten Boote und Flugzeuge alle verschwunden. Und wir müssen es aufmachen zu Union City, der Hauptstadt. Something is still controlling me. Sehr witzig. Oh fuck. Das kennen wir doch noch irgendwoher. Scheiße! Jeez! Und ja, es haben sich ein paar Szenen in diesem Spiel geändert. Und zwar größtenteils zum Guten. Aber erstmal müssen wir die erste Nacht natürlich überleben. Das kann ich euch noch nicht so viel zeigen. Das sieht schon mal ganz gut aus. So. Damit hätten wir die erste Nacht überlebt. So, was haben wir zu tun? Und zwar, wir sind jetzt in einer Stadt, Glendale. Und wir können wie immer unsere Barrikade reparieren. Und ich würde sagen, das machen wir auch. 2 Stunden. Und wir können die Häuser der Umgebung untersuchen. Und zwar können wir nun nicht einfach nur nach Waffen oder Überlebenden suchen, sondern müssen direkt an bestimmten Orten suchen und hoffen, dass wir Waffen und Überlebenden an diesen Orten finden. Und je nach Ort, hier haben wir zum Beispiel einen Supermarkt, brauchen wir verschiedene, so und so viele Stunden, um diesen Ort zu durchsuchen. Und wir brauchen hier 4 Stunden und das machen wir jetzt einfach mal. Kreisen wir ihn ein, dann gehen wir mal ins Sheriff's Office und hoffen dort ein paar Waffen zu finden. Und ins Big House, da haben sich doch bestimmt, nein, da brauchen wir zu viel Zeit. Wir haben nur noch 3 Stunden. Ah, durchsuchen wir mal hier die Häuser. Was, das braucht 4 Stunden? Ah, okay. Ja, und das kostet alles immer die jeweilige Anzahl von Stunden. Und wir müssen uns das einteilen und hoffen, möglichst viele Überlebende und Fressalien zu finden. Und erst dann, wenn wir genug davon haben, können wir in die nächste Stadt ziehen. Und wir haben nur 40 Tage Zeit, um alles zu schaffen. Ah, probieren wir es mal. Here we go. Gucken, was wir gefunden haben. Geil. Wir haben Supplies, also Vorräte gefunden einmal und einen Überlebenden. Und eine Kettensäge. Sehr, sehr nützlich. Sehr guter erster Tag. Und die Kettensäge ist in diesem Spiel sehr viel nützlicher als im ersten Teil, finde ich. Ich werde sie oft benutzen, vermutlich. Aber zunächst können wir jetzt auch unseren Kumpels Waffen geben. Müssen sogar, sonst haben sie keine. Oder nur die Pistole. Kann der keine Kettensäge nehmen? Willst du mich verarschen? Nimm die Kettensäge. Okay, die Kettensäge muss ich dann nehmen. Und ja, und wir können Fallen aufstellen. Wir haben aber bis jetzt noch nicht viel gefunden und daher machen wir es erstmal so. Jedenfalls ist die Kettensäge in diesem Spiel sehr viel nützlicher. Bram. Seht ihr, ich kann die richtig schön auseinanderschnitzen. Im ersten Teil wechsel die Waffe, du Idiot. Die nicht so. Fand ich die nicht so gut. An diesem Teil werde ich sie oft nutzen. Wird, glaube ich, oft meine Zweitwaffe sein. Und wie gesagt, wir haben in diesem Spiel auch nicht mehr diese 100% Barrikade. Ihr seht, hier haben wir nur 80%.
Und das wird, je weiter wir kommen, immer niedriger werden. Ach, das war mal eine super Nacht gewesen. So, nun werden wir, haben wir... Und wir brauchen auch mehr Überlebende, um weniger Zeit zu brauchen, um die Barrikade zu reparieren. Das ist alles ein bisschen schwieriger geworden. Und spannender aber auch. So, jetzt haben wir noch 11 Stunden und werden hier mal ein bisschen suchen. Wir werden die Küche durchsuchen. Dort könnten sich Flüchtlinge verstecken. Ist das ein Fragezeichen auf dem Old House hier oben? Ach, sieht interessant aus. Nehmen wir mal. So, jetzt haben wir noch 2 Stunden übrig. Ah, das reicht aber nicht. Nein, dann nehmen wir lieber einen 4er und einen 3er. Das Haus hier 4 Stunden und das Haus. Schon ist unsere Zeit wieder um. Mal sehen, was wir finden. Wir haben Vorräte gefunden einmal. We have enough supplies for 2 days travel. Wir haben genug Vorräte jetzt, um 2 Tage zu reisen. Ich glaube, wir brauchen 4 Tage oder so zur nächsten Stadt. Und dann können wir erst weiter. Und wir haben soweit nichts gefunden. Das heißt, es wieder überleben. Ja, überleben. Bam, Headshot. Bitch. Lag. Ah, mein Überlebender macht schon mal gut. Ja, und was noch schlimm ist in dem Spiel, Zombies können Waffen tragen unter Umständen, Schlagwaffen, und können mit einem Schlag meine Kollegen auslöschen. Das heißt, sie sind unglaublich viel wertvoller. Und wir können auch maximal nur 4 Kollegen in diesem Spiel haben. Also insgesamt viel schwerer geworden. Kettensäge. Na, das läuft doch aber gut bisher. Am Anfang ist es eigentlich am schwersten, denkt man, aber nein, das wird in diesem Spiel noch ein bisschen anders laufen. Was haben wir? Ja, wir haben, müssen weiter durchsuchen. Jetzt durchsuchen wir aber die dieses große Haus hier und das alte Haus. Und die Barrikade lassen wir einfach mal so und durchsuchen dann noch den Quickstop. Wir haben einen weiteren Überlebenden gefunden und nochmal Vorräte gekriegt. Sehr nice. Jetzt sind wir zu dritt. Aber ich habe immer noch keine Waffen gefunden, um die an meine Kumpel zu geben. Daher haben die nur Pistolen. Aber wir machen uns ganz gut bisher. 2 Kollegen in dem Spiel hier ist echt super. Aber wie gesagt, man kann sie schnell verlieren. Headshot, Bitch. Aber es macht sofort wieder Laune und allein dadurch, dass es ein bisschen schwieriger und komplizierter geworden ist und man beim Suchen in der Stadt taktischer vorgehen muss, macht es gleich nochmal so viel Spaß wie der erste Teil. So, wir sind jetzt in der 4. Nacht, nur noch 36 Tage. Ah, zu dritt läuft das hier am Anfang schon mal. Es läuft auch wie in Teil 1, bezüglich, dass die starken Zombies immer mehr gegen Ende auftreten und jetzt am Anfang noch relativ easy ist. So, und jetzt haben wir hier aber auch bald alles durchsucht, würde ich sagen. Nimm mal lieber das, wo wir 4 Stunden brauchen. Ja, ist nur noch das eine Haus. Ja, ich habe nicht genug Zeit. Da reparieren wir mal die Barrikade. Ah, ich müsste jetzt auch bald genug Vorräte haben. Und einen Revolver und eine Bärenfalle. Awesome. Awesome shit. So, der Revolver. Ja, den geben wir erstmal dem Kollegen, würde ich sagen. Obwohl, wir verlieren die Waffe nicht, wenn der stirbt. Oh, wir haben ja 4 Bärenfallen sogar. Und jetzt haben wir hier unsere strategische Verteidigungslinien. Hier sind wir. Hier ganz rechts. In, wo dieses Schlangending ist, wo Wall oben drauf steht. Und wir können hier diese Fallen verteilen. Und ich schläge die immer gerne hier weit vorne hin oder so in die Mitte. Hauptsache die rennen da irgendwie rein. Machen wir hier mal 2 Fallen hin und den Rest sparen wir uns. Setup Traps. Und weiter geht's. Am nächsten Tag können wir dann reisen. Müssen wir noch diese Nacht hier überleben, dann können wir aus dieser Stadt schon mal raus. Bam. Ja, ihr könnt die Barrikade ruhig einreißen, weil wir eh gleich weiterreisen werden. Und manchmal habe ich auch schon rechtzeitig, recht früh genug Vorräte, um weiterzuziehen, aber dann denke ich, ach, vielleicht finde ich doch noch einen Überlebenden oder eine coole Waffe in der Stadt und bleib noch ein bisschen. Aber man muss immer die Zeit im Auge behalten. Man muss es in 40 Tagen und Nächten schaffen.
sonst ist man verloren. Und alle Boote und Flugzeuge sind von der Insel verschwunden, auf der wir uns anscheinend befinden. So, ich würde gern traveln jetzt. Travel to new location, na endlich. So, nun seht ihr die Karte. Wir waren hier unten in Glendale und können nun nach Whistler's Grove, Population 10,000, 1913, oder nach Glazeburg. Gehen wir mal nach Glazeburg. Ja, 60.000. Das ist noch ein bisschen größere Stadt. Und ganz nach oben rechts, nach Union City, müssen wir in 40 Tagen. Und wir haben noch 35 Tage Zeit und reisen jetzt nach Glazeburg. Welcome to the state. More population, more of everything. Und, ja, holy ground. Heiliger Boden. Denk nicht, dass das einen Unterschied für sie ausmacht, diese Bastarde. Aber die Bänke machen sich ganz gut als Barrikaden, muss man sagen. Wir haben hier eine Menge Läden in der Gegend und können hoffentlich ein paar Vorräte finden. Aber passt auf, Leute, ich habe ein paar von den Zombies bemerkt, die Waffen tragen. Das könnte scheiße werden. Und ja, das wird es auch. Und durch das Reisen haben wir jetzt 5 Tage verscheuert. Und jetzt sind wir schon bei Day 10. Also ihr merkt schon, es wird eng. Und wir haben diesmal nur eine Barrikade mit 55. Also es wird immer schwerer jetzt. Dafür können wir jetzt erstmal versuchen. Gehen wir mal in den Store. In die Gas Station. Und den Schuhshop. Da würden doch die Frauen zuerst hingehen, wenn ein Zombie-Breakout, ein Virusausbruch passieren würde. In den Schuhladen. Gut, mal gucken, was wir finden. Vielleicht eine Frau als Kumpan. Nice! 2x Supplies gefunden. Wir können schon 3 Tage reisen wieder und die UMP 45. Oh, meine Lieblingswaffe. Juhu! Die nehme ich. Ah, muss ich erst removen. Meine Lieblingsprimärwaffe, auch in diesem Spiel. Yay! Fetzt. So, die Pfeile müssen wir jetzt wieder aufstellen. Mal ein Stück weiter hinten. So. Set up traps und los geht's. Here we go. Ah, ich liebe die OMP. Und dort sehen wir schon ganz oben den ersten Soldaten mit einem Hackebeil. Ich sollte ihn töten. Oh, da kommt schon eine Olle mit einer Waffe. Es geht ordentlich ab, ey. Gut. Muss echt aufpassen. Immer zuerst die Zombies töten, die angerannt kommen. Und die Waffen halt handhalten. Oh, 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 oh. Gut, gerade noch rechtzeitig. Ihr seht schon, das ist jetzt schon viel schwerer als in der ersten Stadt. Und da ist noch einer, der einen Hammer in der Hand hat. Bitch. Es geht schneller, als man gucken kann, dass mir meine Kumpanen wegsterben. Hab ich aber ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Nein, ihr werdet uns nicht kriegen. Ihr Penner. Kirche ist doch ein cooler Platz für eine Zombie-Schlacht. Immer aufpassen, da kommt einer. Da kommt einer. Schnell! Schwein gehabt. Er hat nicht auf den Kumpanen eingeschlagen, sondern auf die Barrikade. Die jetzt schon bei 40 ist. Shoot them in the head! Das hat sich nicht verändert. Immer in den Kopf. So, sehr gut. Ich glaube, wir können schon bald weiterreisen. Wir brauchen gar nicht mehr so viel finden. Aber erstmal die Barrikade reparieren. Hm, lieber voll reparieren. Gehen wir mal in den Store. 5 Stunden. Und noch ein 5 Stunden da irgendwo. 3 Stunden. 5 Stunden. Warenhaus. Ja, da gehen wir mal rein. Oh shit. Absolut nichts gefunden. Scheiße. Weil der Tag war für den Arsch. Häuser durchsucht und nichts gefunden. Ey. Oh nein, er hat ein Mikrofon. Tötet ihn. Spürt die Kettensäge. Hilfe! Hilfe, sorry Leute. Ich bin gerade, leicht verrutscht hier. Und zum Glück nicht gestorben.
The Flash Games. Ihr werdet uns nicht töten! Und ihr lasst schön meine Kameraden am Leben, ihr Penner. Da kommt schon einer mit einem Hammer. Eine Axt sogar. Aber ich war schneller als ihr Penner. Immer schön aufpassen. In dem Spiel echt. Also, The Last Stand 2 ist schwer, wenn man es. The Last Stand, der erste Teil, ist vielleicht schwer, wenn man ihn das erste Mal spielt. Aber wenn man den Sinn drauf hat, ist es echt leicht. Aber der hier ist schon ein bisschen knackiger. Allein dadurch, dass die Zombies einen die Kumpanen töten können. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Kumpanen nicht mehr sterben, wenn man irgendwie ein Warenhaus durchsucht oder so. Es wurde ein bisschen verlagert. So, erstmal volle Reparatur brauchen wir. So, und jetzt hoffentlich finden wir hier mal ein bisschen was. 3 Stunden, dann der Kleiderladen. Und das Büro.